Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bruxus, und in diesem Video zeige ich euch die Top 10 größten Lego-Sets, die es gibt. Wisst ihr, dass das Kolosseum, das ganz neue Kolosseum, nicht das größte ist? Und dass der Taj Mahal, also der alte, mehr als 2000 Euro kostet? Das alles werdet ihr in diesem Video sehen. Ja, fangen wir an mit der Top 10. Und das sind dann die Ninjago City. Und das hat 4867 Teile. Und ja, hier habe ich dann einmal ein Angebot auf Amazon eingeblendet. Das kostet so, ja, hier kostet es 740 Euro. Also das findet ihr schon günstiger, aber das ist das beste Link, den ich, also den günstigsten, den ich gefunden habe. Also das ist immer noch nicht der teuerste. Also ja. Dann machen wir weiter mit Top 9. Das ist dann die Winkelgasse. Und die hat 5544 Teile. Und das ist, finde ich, ein super cooles Set. Also vier Häuser, viele Minifiguren. Und dann gab es auch noch da so diesen Silencius, diesen Zauberspruch noch als extra dazu. Also, ich habe jetzt die Winkelgasse nicht, aber es ist einfach so ein cooles Set. Ich habe den Review von Brickstory davon angeschaut. Den verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auch am Ende des Videos nicht. Oder ja, stimmt. In der Endcard findet ihr es nicht, aber auch in der Infobeschreibung und also in der Infokarte und in der Videobeschreibung findet ihr den Review von Brickstory. Ja, das ist also für 400 Euro ist das eine coole UVP. Das passt auch wegen den Teilen. Also, das ist jetzt eine kleinere Lizenz als Star Wars, weil Star Wars, die Lizenz kostet ja ein bisschen mehr. Und ja. Die Top 7 ist dann die Ninjago City Gardens, die vor kurzem rausgekommen ist. Und das ist einfach ein super cooles Set. Das lässt sich mit den anderen beiden Ninjago Modulars verbinden. Also, Leute, das ist ein super cooles Set. Hat 5685 Teile. Das ist schon cool. Also für 300 Euro diese Teile, also es ist ein super cooles Preiswert. Das ist bei anderen Sets nicht so. Ja, machen wir mit Top 6 und das ist dann das Lego Star Wars 10179, das UCS Millennium Falcon. Also ja, wie ihr seht, kostet das hier 7, also 6, 7.000. Das ist das günstigste Angebot, das man auf Amazon so findet. Also ich habe hier nur Angebote von Amazon und den Lego drauf in diesem Video gemacht, weil ich keine anderen, also in den anderen Videos habe ich Bricklink als Quelle benutzt, aber in diesem Video benutze ich Lego Online-Shop und den Amazon-Shop. Ja, dieses Teil hat 5197 Teile und das ist nicht mal das größte Millennium Falcon. Weiter geht es mit der Top 5 und das ist dann das Taj Mahal. Also, es kostet hier schon 470 Euro und das ist schon viel für die 23 Teile. Ich habe mich jetzt hier mit der Teilanzahl verrechnet. Das nächste hat 22 Teile. Ich habe mich halt. Ich habe halt den falschen, den, die, das falsche Bild in dieser Slide gemacht. Ja, aber das hat, das seht ihr hier. Also hier seht ihr es. Das sind 5.923 Teile. Und dann kommt ja auch die Top 4. Das ist dann das zweite Taj Mahal. Und das hat jetzt die 23 Teile. Ja. Das ist ein super cooles Set und das kostet schon also das kostet 2000 und ja, okay, hier gibt es einen günstigeren Angebot, aber in dieses Shop verkauft es für 2000. Also, das ist sogar gebraucht. Also, das ist cool, dass so ein Teil das auf diesen Preis schafft. Machen wir weiter mit Top 3. Top 3 ist dann dieses Hogwarts Schloss. Und das sind jetzt nicht die Top 10, sondern die Top 11, sorry, weil ich habe vergessen, dass da am Ende noch ein anderes Set ist. Tut mir leid. Ja, das ist das Schloss Hogwarts mit 6020 Teile. Stabiles Wert. Also, sind also für 400 Euro diese 6020 Teile. Ist schon sehr cool. Jetzt mit der Top 2. Also, ja, nein, das ist eigentlich die Top 3, sorry. Das ist der UCS Millennium Falcon. Also, dieses Ding hat 7541 Teile und
Das ist das drittgrößte Set, den es gibt. Ihr denkt jetzt, es ist das zweite. Nein. Kommen wir zum allergrößten Set. Zumindest ihr denkt es. Das ist jetzt das Kolosseum mit 9036 Teile. Für 500 Euro, so versteht mich nicht falsch. Das ist das preiswerteste Set auf dieser Liste. Also, das kostet. Also, ein Star Wars Set würde 1000 Euro kosten. Das wäre dann das teuerste Set, was je bei Lego erschienen ist. Aber ja, Leute. Tut mir leid, dass ihr jetzt denkt, dass es das Top, also das größte Set ist, denn es ist dieses Set hier. Mit 10.000 Teilen. Das sind einfach so alle Sets von Lego Chima. Und Leute, das ist einfach so cool, das wurde sogar gratis verschenkt. 10.000 Teile. Das wäre in einer, also das ist keine Lizenz natürlich, aber das wäre in einer Star Wars, Li also das wäre in einem Star Wars Set, weil das würde dann 1.000 Euro kosten. Und das gab es einfach so gratis bei einem Gewinnspiel. Also ich habe bei diesem Gewinnspiel sogar mitgemacht. Und ja, ich habe natürlich nicht gewonnen. Jeder würde jetzt diesen Set haben, aber den habe ich auch leider nicht. Aber tja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Macht einen Daumen nach oben, abonniert mich jetzt, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal und ciao.